Hallo zusammen. Heute gibt es nochmals Kartoffellebkuchen, die feinen. Ich brauche sie noch für meine Senioren. Am Nachmittag Seniorenstammtisch einmal im Monat und dir fehlt mir noch die dritte Sorte. Und natürlich verwende ich heimische Kartoffeln. Wir haben hier viele Kartoffelbauern, außer Wein natürlich, der weltbekannt ist, und ich koche meine Kartoffeln im Wasserdampf, also mit der Schale. Dann werden sie auch nicht ausgelaugt, die Kartoffeln, und sie lassen sich auch hervorragend schälen. Das heißt, sie werden nicht geschnitzt, sondern abgeschabt. Die Schale ganz fein abschaben, kein Verlust dabei. Sparer, Schaffer, Heislebauer, ihr wisst ja, aber so wird auch eine richtige Kartoffel behandelt. Und noch warm durchdrücken durch den Kartoffeldrücker und dann sie gut auskühlen lassen und in der Zwischenzeit auch die Walnüsse etwas anrösten. Wir haben zwar einen riesengroßen Walnussbaum im Garten, aber für die paar Walnüsse, die ich verwende, reicht es, wenn ich mir diese kaufe. Brauche ich mich nicht bücken, fällt mir sowieso schwer. Aber die Hausmitbewohner, die sorgen sich schon dafür, dass nichts kaputt geht. So, die groben Walnüsse absieben, die nehme ich dann fürs Zitronat zum Kleinhacken mit der Maschine und schon ist wieder alles durch. Das kommt zu den Walnüssen dazu und anschließend das Gewürz. Und da kommt jetzt Ingwer, also gemahlene Ingwer und eine große Menge Zimt natürlich auch dazu. Und da es ja Lebkuchen gibt, kommt auch noch Lebkuchengewürz ein Päckchen dazu. Alles gut mischen. Und dann kann es losgehen mit der Überprüfung, ob alles beieinander ist. Die Kontrolle. Ich muss das Mehl und die Eier und Zucker noch abwiegen. Und dann können wir loslegen mit den Lebkuchen zubereiten. Ihr habt bestimmt bemerkt, hier kommt Backpulver in die Masse rein. Das wird mit dem Mehl gesiebt. Und die Kartoffeln sind jetzt gut ausgekühlt. Ich habe sie am Tag zuvor schon gekocht und durchgedrückt. Und jetzt kommt noch der Zucker dazu. Es sieht viel aus, aber das ist wirklich nötig. Also beim Zucker nicht unbedingt noch etwas abziehen, wenn ihr die Kartoffeln nachbacken wollt. Ich habe jetzt alles rein, aber das war mir dann doch zu viel für die 4 Eier. Der restliche Zucker kommt dann später dazu, wenn die Eier aufgeschlagen sind. Also rein in die Maschine und richtig gut aufschlagen, richtig schaumig, so wie sich das gehört, bis zum Stand. Und dann kommen später dann der restliche Zucker dazu, das ist jetzt der Fall. Und natürlich habe ich da die Maschine zurückgeschaltet, das ist jetzt die fünffache Geschwindigkeit. Orangenzucker dazugeben und jetzt kommen die Kartoffeln. Natürlich, wie schon gesagt, die Maschine zurückschalten. Nicht so schnell, wie es hier auf dem Bild ausschaut, die Kartoffel darunter geben, häppchenweise. Und anschließend kommen dann die Walnüsse dazu und das Mehl. Und natürlich, wie kann es anders sein, mit der Hand. Liebevoll darunter heben, erst die Nüsse und dann das Mehl auf 2 Raten. Die Masse, die spürt das, dass sie mit Liebe behandelt wird und dann wird auch das Gebäck etwas. Glaubt mir, das ist wirklich so. Jeder will mit Respekt behandelt werden, aber wie sind wir zu unseren Mitmenschen? Ja, jetzt ist mein Teig fertig, meine Masse. Wir sprechen ja hier immer von einer Masse, das ist kein Teig. In die Lebkuchenglocke einfüllen, ihr kennt das ja schon, rumdrehen und schon ist es fertig. Ihr könnt sie natürlich auch mit Hand aufstreichen,
Ich habe das ja euch in einem Video schon gezeigt. Lebkuchen mit Hand aufstreichen und der Ansatz mit etwas Wasser glatt drücken. Und da ja diese Lebkuchen mit Backpulver gebacken werden, kommen sie sofort in den Ofen. Eine Viertelstunde etwa bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Einen Lebkuchen durchbrechen und schauen, ob er auch richtig gebacken ist. Das ist so der Fall. Also alle bei 15 Minuten raus aus dem Ofen und natürlich ein Blech nach dem anderen. Und mit der Restwärme vom Backofen wird dann die Vollmilchkuchenglasur aufgelöst. Natürlich darf die Glasur nicht in den heißen Ofen, sondern er muss schon etwas abkühlen. So, die Lebkuchen sind ebenfalls abgekühlt. Umdrehen, dann kann ich sie besser in die Hand nehmen. Dünn einstreichen mit dem Pinsel, abtrocknen lassen und dann entweder in eine Blechdose zum Aufbewahren, kühl und trocken, oder so wie ich es gemacht habe, ziemlich bald abgepackt in meine Tüten. 6 Stück von jeder Sorte, 2 für meine Senioren. Ende November treffen wir uns das letzte Mal in diesem Jahr und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken. Und sollte euch das Rezept zu groß sein, an den Eiern orientieren beim Ausrechnen, wie viel ihr von den einzelnen Zutaten braucht. Und das ist die Tüte, die Tüten für die Überraschung. Und jetzt ist es aus. Tschüss!